Hallöchen. So, ich werde jetzt die Platine hier weitermachen. Sprich, jetzt werde ich sie bohren. Ich habe schon neue Bohrer bekommen. Ist heute gekommen. Die habe ich mir extra nochmal wieder bestellt. Tut ja sonst keiner. Hier einmal von 0,3 bis 1,2 mm hoch. Also 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1, 1, 2. 1, 2. So, und das sind sehr schnell. Ich weiß nicht, ob das wieder aufbereitete sind. Die sind jedenfalls unterschiedlich lang. So wie es aussieht. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das Wolfram Stahl irgendwie was. Die sind extrem hart und deswegen brechen die auch so schnell, wenn man nicht aufpasst. Darum bohre ich die jetzt auch off-cam, weil dazu brauche ich Ruhe. Und einige Löcher muss ich ja hier mit 0,8, mit 1 mm wegen den Durchkontaktierungen machen. Das ist eine da. Und dann sind das 1, 2, 3, 4. Ich hatte doch noch 2. 5, 6, 7. 7 Stück hatte ich hier eigentlich. 1, 2, 3, 4. 7 Stück. Ich gucke gleich noch mal an den Plan rein, aber ich meine, das waren 7 Stück. Bin ich jetzt doof? Ich gucke gleich noch mal, aber ich meine, es waren 7 Stück. Gut, ich werde sie dann jetzt gleich bohren und dann mache ich die Durchkontaktierung und dann werden wir uns wiedersehen. Bis dann gleich. So, nun habe ich sie gebohrt. Von der Seite so relativ mittig. Von der Seite, man sieht schon, es liegt ein kleines bisschen daneben. Entweder ich habe schief gebohrt, also so schief kann ich nicht liegen. Aber hier am Rand, es ist doch relativ doll verschoben. Es macht aber nichts, da kommen die Tasten hin. Da passt das wiederum. Das ist jetzt wirklich die Rückseite, die ich nicht gebohrt habe, von der aus ich gebohrt habe. Sonst soweit passt es. Also zweiseitig ist ja immer so eine Gratwanderung. Ja, ich habe doch ein bisschen schief gebohrt, sehe ich gerade. So leicht schräge rein. Ich wollte jetzt aber die Durchkontaktierung machen. Die 5 Stück, ich habe jetzt wirklich nur 5 Stück gefunden. Wo habe ich jetzt die Pinzette gelassen? Da. Da war mein Nagel. Na, guck mal hier. So, von welcher Seite aus, ist egal. Mache ich da die Dings rein. Die 5 Stück, die ich brauche. Ich habe dich fallen sehen. Und die Dinger sind so blöde klein. Wenn ich sie wiederfinde, nutze ich sie. Wenn nicht, dann ja, Pech. So. Nee. Wieso nicht? Rein da. Auch geht. So, Nummer 2.
Nummer 3. Nummer 4. Geht auch ganz schön stramm rein da. Ist egal, aber es wird ja gelötet. So, 4. Und Nummer 5. Ja. Ich habe schräge gebohrt. Ich muss doch mal gucken, ob ich einen kleinen Bohrständer kriege. Vielleicht hat ja einer eine Idee, wo man für so ein... wo habe ich das Ding? Für so ein Teil hier halt eben so ein Mini-Bohrständer kriegt. Ich habe nur einen großen für die Bohrmaschine. Da müsste aber auch reinpassen, aber das Ding ist riesig. Vielleicht hat ja einer eine Idee, wo ich so ein Ding herkriege. Oder schenkt mir so ein Teil. Ich gucke mal, ob ich vielleicht einen finde. Den kann ich ja dann auf die Wunschliste stellen. Und mir dann ja mal zukommen lassen. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Ich versuche das mal so, dass ihr da nicht gleich einen Schock in der Dings kriegt. Wo habe ich sie denn jetzt? Da. Ich glaube, den muss ich noch mal ein bisschen dünner machen. Der ist noch ein bisschen dick. So. Jo. Tut mir leid, wenn es jetzt zu laut gewesen ist, aber die sind da jetzt drinne. Und wie ich ja schon gezeigt habe in dem 2,5 Video, werde ich es jetzt löten. Mache ich jetzt off-cam. Ich bestück die jetzt. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die so fertig habe. So, ich weiß auch doch, dass es euch interessiert. Jetzt habe ich sie da gelötet. Da ist noch eine drin, aber die muss ich von der Seite löten. Es ist ja nicht so schlimm, wie es aussieht. Das macht ja gar nichts. Hauptsache die Funktion ist gegeben. Da ich ja keine Lötstoppmaske habe, ja, verteilt sich der Zinn auch noch überall hin, wo es nicht hin soll. Ein bisschen Entlötlitze habe ich jetzt auch noch benutzt dazu. So ganz dünne. Die habe ich mir jetzt auch noch neu geholt. Von Editronic soll die sein. Ja. Hohe Saugkraft. Ja, das kann ich bestätigen. Die saugt wirklich gut. Also besser als die eine, die ich da von Konrad irgendwo mal hatte. Gut. Ich werde jetzt weiterhin bestücken. Ich habe mir schon die Sachen nochmal wieder abgelötet von der anderen. Die sollte ja von hier rein. Das Ding. Das Low Voltage. Das kommt so rum. Ich glaube, ich muss nochmal nachbohren. Auf 1 mm, oder?
Ja, 0,8 ist zu wenig. Knapp zu wenig. Da ist ein Zinn dran. Weil ich die andere Platine ja nicht benutze. Kann ich das ja ablöten. Also ich muss das nochmal nachbohren. Das könnte ich aber auch mit der Hand machen. Da kann ich auch mit einem Millimeter machen. Wenn der jetzt gerade da ist. Ja. Das kann ich auch mit der Hand mit 1 mm. Dann nehme ich solche Bohrer. Jetzt muss ich nur noch mal das Bohrfutter finden. Das hatte ich hier irgendwo liegen. Und dann bohre ich das nach und bestücke das weiter. Gut, dann sehen wir uns wieder. Bis nachher gleich. So, nun habe ich erstmal das IC und die Buchsenleiste hier drauf gelötet. Für den Piepser und die LED fehlt mir jetzt noch. Die mache ich sowieso erstmal sowieso noch nicht dran, die beiden Sachen. Die kommen dann später irgendwann. Aber fürs Display habe ich ja. Und warum jetzt da die Durchkontaktierung? Ja, hier habe ich das mini kleine OLED. Das ist auch passend so. Und das kommt da nämlich so rein. Sollte da so reinkommen können. Wenn das jetzt, ich habe das ausprobiert, eigentlich flutscht das da so durch. Sollte da so durchflutschen. Ja, flutscht durch. So. Das kommt da nämlich so drauf. Und wie ich mir das gedacht habe, ja, die Dinger sind krumm. Ja, ein bisschen biegen, ja. So. Darunter war jetzt nichts weiter. Die Fläche hatte ich freigelassen. Entschuldigung. Es kommt hier so rauf. Aber wenn man sieht, ja, ich hoffe, man kann es erkennen. Die Pins sind leicht krumm, ja, weil ich krumm gebohrt habe. Aber da sieht man ja, da lässt sich das schlecht löten. Ich hätte da jetzt natürlich das Plastikding ja wegmachen können und dann irgendwie so eine Luft löten. Das macht sich aber blöd, wenn man da nicht rankommt. Wenn jetzt das Display andersrum wäre, wo ich dann nicht an die Leiterbahn rankomme, dann ist das auch doof. Oder ist es mittendrin irgendwo, da kriegst du das nicht gelötet. Darum die Durchkontaktierung. So, ich werde das jetzt weiter bestücken. Das Display, noch die zwei Taster und das Kabel für den C64. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, passt. Ich habe das von dem anderen abgelötet, da das genauso in der Reihenfolge ist wie bei der hier, brauche ich bloß die Kabel nehmen, reinstecken und da kann ich die Kabel nehmen, so wie sie sind, reinstecken, anlöten. Muss ich bloß noch mal gucken, welche Seite jetzt davon in vorne reingeht oder auf der anderen Seite reingeht, welches jetzt der Anfang ist. Das jetzt nicht kodiert. Gut, aber das mache ich jetzt soweit fertig und dann sehen wir uns wieder. Achso, ich habe noch eine Sache vergessen. Eine kleine Besonderheit hier. Den einen kann ich von hier löten. Die anderen muss ich von beiden Seiten löten. Also von der Seite und kann dann noch die Seite löten. So, die gehen hier auch alle schön drauf. Das sollte jetzt Select sein, Up, Down oder Down, Up. Und dann noch zwei. Das sollte man irgendwie auf dem Display nachher sehen können. Ich gucke nachher mal gleich. Die LED muss ich da noch drauf machen. Das ist die Power-LED, dass ich sehen kann, da ist Strom drauf. Und ich meine, ich hatte es, glaube ich, schon mal erzählt, da der Raspberry Pi Zero so wenig Strom nimmt, kann ich den sogar über den C64 mit Strom versorgen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wie gesagt, das nur einmal kurz zwischendrin. Ich mach gleich. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich soweit fertig bin. So, nun habe ich die Platine soweit fertig. Ich habe auch schon den Raspi drunter.
Normalerweise müsste ich jetzt schon was auf dem Display sehen. Ich kann euch aber verraten, es kommt nichts. Das Display ist kaputt. Ich habe erst gedacht, habe ich es falsch angeschlossen, falsch konfiguriert oder was? Nein. Ich habe hier nochmal ein zweites Display. Ich habe 3 Stück gekauft. Zum Glück. Habe es mal mit Dingskabeln nur mal so direkt auf den Raspi gesteckt. Da kommt es. Normalerweise müsste ich jetzt was sehen können, ist aber nicht. Heißt, ich muss das Display tauschen. Mache ich mir jetzt aber ganz einfach. Ich nehme die. Ich versuche es mit Entlötblitze. Und hier oben mal abzulöten. Das ist auch blöd. Ja, muss ich wieder meine Entlötstation anschließen. Das ablöten. Und da ablöten und dann mal umlöten. Muss ich bei Amazon schreiben, dass ein Display kaputt ist. Das will nicht. Verdammt, das ist ja blöd in Anführungsstrichen. Das ist wirklich blöd. Oder habe ich das jetzt kaputt gemacht? Ich kann es nicht sagen, ich habe es ja vorher nicht getestet. Naja, eins ist kaputt, es will nicht. Das andere funktioniert. Gut, ich werde das mal fertig machen und dann schauen wir uns das dann mal nachher an und nachher zum Schluss noch auf dem C64 oder kommt nicht C64, auf dem Plus 4. Okay, bis nachher gleich. So, da habe ich hier das eine OLED liegen. Das funktioniert nicht. Ich habe nochmal mit der Lupe hinten geguckt. Ich habe nichts sehen können, warum auch immer das nicht geht. Habe das neue da drauf gebraten. Wenn ich jetzt den Strom anmache, kommt gleich ein Display. Ich gehe da mal drauf. Das geht auch so. So up, down kann ich machen. Select, dann kann ich auswählen, welches Disk Image er nehmen soll. Zum Beispiel das. Und dann macht er das so. Ob ich das jetzt hier irgendwie noch ändern kann, weiß ich nicht. Ich kann hier auch China Sisters und so weiter und back und vorwärts. Soweit ist das fertig. Jetzt muss ich nur noch die Kabel anlöten und den Plus 4 anschließen und dann sehen wir uns da wieder. Ich habe noch eine Neuerung. Ich kann auch den Plus 4 jetzt auf dem PC streamen, sprich ich kann es auch aufnehmen. Werde ich dann machen, dann werdet ihr jetzt das hier nicht sehen. Vielleicht nehme ich es nebenbei mit auf. Vielleicht sieht man dann auch wirklich die Disk-Aktivität hier unten. Angeblich soll das da unten angezeigt werden, am unteren Bildschirmrand. Werde ich sehen. Probiere ich dann aus. Wir werden dann uns gleich hier auf dem PC wiedersehen. Eventuell blende ich das Bild dann noch irgendwo in der Ecke mit ein. Gut, dann bis nachher. Hallöchen. So, nun seht ihr den Plus 4, 3 plus 1. Auf dem Display ist jetzt noch nichts weiter. Ich versuche da jetzt mal reinzugehen. Da, select. Raus. So, SD-Karte. Also zugegriffen hat er ja schon. Er hat ja das Dings-Programm geladen. So, jetzt wäre es 15:41. So, wenn ich jetzt nochmal select Terra Nova select loading, sollte er jetzt haben. Jo, jetzt macht er's. Wenn ich jetzt List Terra Nova, tatsächlich. Ich kann es auf dem Dings mit dem Dings auswählen. So. Wie funktioniert das, wenn ich. Da gibt es nämlich noch eine Funktion. Nimm mal Terra Nova. Nee. Select.
Terra Nova. Komm mal hier. Den. Und Tetris. Er hat als erstes Terra Nova von Disc 1 von 2. So, wenn ich jetzt nochmal mache. List Terra Nova. So, wenn ich jetzt die... Nee, das war verkehrt. Tetris. Terra Nova. Tetris D1 ist jetzt die... Jetzt müsste die Tetris kommen. Jetzt sollte er Tetris anzeigen. List Tetris plus 4. Und wenn ich jetzt auf Terra Nova gehe, kann ich mich Diskettenwechsel machen. Terra Nova, tatsächlich, funktioniert. Und jetzt müsste er wieder Tetris. Erstmal, wenn ich List mache, ist noch Terra Nova drin, ist uns im RAM. Ich mache mal mit Sternchen, 8, müsste er Tetris anzeigen. Aber diese Aktivitätsding, wie ich sagte, auf dem Bildschirm, da zeigt er leider nicht. Ich kann euch das jetzt auch leider nicht zeigen, weil ich mit der Kamera nicht hier hinkomme. Ist hier ein bisschen hin und her gefrickelt. Das ist jetzt AV-Eingang, was ich hier habe. Den S-Video muss ich mir noch zurechtfummeln. Da kommen noch Stecker. Da kommt noch ein Stecker. Da muss ich noch Buchsen besorgen, weil das ist eine neue Capturing-Box, die ich hier habe. Tetris. Ich weiß jetzt nicht, ob er überhaupt Ton hat. Videoaufnahmegerät sagt er nichts. Ich weiß nicht, ob der einen Ton hat oder nicht. Kann es nicht sagen. Terra Nova hat ja vor allem Ton gehabt. Ich mache da jetzt nochmal den File-Browser. Das kann ich auch über das kleine Display mit den Tasten da drauf, kann ich das auch auswählen. Loading. Sagt er jetzt hier auch Terra Nova Dings. Versuch mal. Aber warum zeigt er mir die Aktivität nicht auf dem Display an? Vielleicht ist das noch eine Option, die ich noch nicht gesehen habe. Nur Audio müsste ich ja noch haben. So, Videoaufnahmegerät. Da. Da müsste jetzt das Audio von dem Dings kommen. Ich weiß nicht, ob ich es höre oder nicht. Oder wie ihr es hört. Ich mache mal erstmal den Ton ein bisschen runter. Ich kann jetzt nicht sagen, ob er jetzt hier arbeitet oder nicht.
Ich habe jetzt ja eigentlich gedacht, mit dem Display, weil ich es gelesen habe, dass ich da die Aktivität sehen kann. Nur ich sehe jetzt hier keine Aktivität. Ich weiß nicht, ob er was tut oder nicht. Immer mal Reset. Welches Ding hatte denn ein China Sisters hatte ja auch Dings. Da war ich zu schnell. Mach das so. Aber Gina Sisters hatte dieses komische Etwas an Gina Sisters. Aber mal gucken, ob da was kommt an Audio oder nicht. Gesehen habe ich jetzt nichts, dass da was gekommen ist. Sieht aus, als wenn ein Ton kommt. Ich selber höre nichts. Kann ich das hier an den Audio-Dingern machen? Aufnahme, Mikrofon. Abhören. Ja, also ich selbst höre es jetzt auch. Ich hörte das da drüber. Und ich weiß nicht, wie man das Dings hier spielt. Ich habe ja keinen Controller. Aber die Hexe da, keine Ahnung. Gut, aber es funktioniert. Das wollte ich wissen. Ich kann das auch über das Display sehen, dass er was tut. Dass er nichts tut. Entschuldigung. War meine Hoffnung, aber ich kann damit wenigstens navigieren und mir die Disketten auswählen. Und ich kann Diskettenwechsel machen. Das ist gut bei, ich glaube, Zack McCracken, der hat Disk 1, Seite 1 und Seite 2 oder 2 Disketten, weiß ich jetzt gar nicht. Und Maniac Mansion hat auch 2. Entweder 2 Disketten oder 2 Seiten. Und man muss immer tauschen hin und her. Das weiß ich. Und das muss ich ja mit dem Ding auch hinkriegen. Und das funktioniert. So, das soll es ja mal bis hierhin gewesen sein. Es funktioniert. Mit dem Piepser muss ich mal gucken. Brauche ich noch ein bisschen Buchsenleiste. Muss ich mal gucken, was ich mir da besorge. Ich habe jetzt nichts Passendes mehr dafür. Muss ich mal schauen, vielleicht finde ich noch irgendwas. Aber mit dem Display da drauf ist es schon mal eine kleine Verbesserung. Ich kann besser navigieren. Gut. Und ich kann jetzt ja endlich auch das Ding in den PC reinkriegen, den Commodore Plus 4, beziehungsweise dann den C64, wenn ich ihn dann endlich mal irgendwann finde. Ich habe den zu gut versteckt. Gut, aber das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich danke fürs Zugucken und die Videoreihe mit Platine basteln ist jetzt beendet. Was als nächstes Video kommt, ich weiß es nicht. Okay, bis denn.